Wir können endlich wieder Städte bauen. City Skylines 2 ist draußen, der Nachfolger von dem sehr beliebten City Skylines. Ich zeige euch heute, was man alles am Anfang falsch machen kann, damit ihr es verhindern könnt. Bleibt dafür auf jeden Fall dran. Moin, mein Name ist Fupp, ich bin im Fragner-Team und ja, helfe Stefan bei der Videoproduktion. City Skylines gibt's von mir und ich zeige euch heute, was man am Anfang beachten sollte. Das beinhaltet so ein paar Einsteiger-Tipps, aber auch, ja, schon ein paar fortgeschrittene Sachen, was man leicht übersehen kann und generell ein paar Tipps. Bevor wir mit dem richtigen Teil von dem Video anfangen, noch ein kleiner Hinweis. Das Spiel ist sehr performance-hungrig, sprich, ihr habt wenig Frames bei, ja, nicht mal guten Einstellungen, selbst mit richtig guten Kisten. Die GameStar hat freundlicherweise eine Map zur Verfügung gestellt, wo, ja, ca. 100.000 Einwohner in der Stadt sind. Und die kann man sich am Anfang mal runterladen und gucken, ob das Spiel flüssig läuft, ob das Spiel schon gut genug optimiert ist für den hauseigenen PC. Falls nicht, sollte man vielleicht nämlich noch ein, zwei Wochen warten. Ich verlinke euch die irgendwo hier. Wahrscheinlich packe ich die in die Videobeschreibung unten drunter. Könnt ihr auf jeden Fall mal nachgucken. Ich habe das auch gemacht. Ich werde euch nachher auch die Stadt zeigen. Da könnt ihr dann mal reinschnuppern und gucken. Ist auf jeden Fall nichts Verkehrtes. So, nun aber zum richtigen Teil vom Video. Und zwar, wir fangen an mit dem ersten Tipp. Das fängt direkt an bei der, ja, Map-Wahl schon. Ihr solltet euch jetzt schon Gedanken machen, was für eine Stadt ihr bauen wollt und dementsprechend eine Karte auswählen. Zum Beispiel bei den weiten Ebenen hier gibt es relativ wenig fruchtbares Land. Wer eine Agrarstadt bauen will, ist hier definitiv nicht richtig. Achten sollte man darauf hier ein bisschen auf die baubare Fläche von der Karte, was für Bodenschätze es gibt, denn bis auf den Wald kann man nichts zusätzlich anbauen oder generieren. Man ist also an die anderen Sachen gebunden und wie viel Wasser man auf der Karte haben möchte. Das so als persönliche Einschätzung. Wir starten heute einmal mit der weiten Ebene bzw. den weiten Ebenen. Für den Start würde ich euch raten, Naturkatastrophen auszustellen. Einfach, ja, weil es für den Einstieg leichter ist, dass man nicht in eine prekäre Lage gerät. Den Sandbox-Modus mit allen freigeschalteten Gegenständen und unbegrenztem Vermögen würde ich auch ausschalten am Anfang. Das kann man sich noch für später aufheben. Mein nächster Tipp ist, wenn ihr eure Karte geladen habt und das erste Mal drauf schaut, baut nicht direkt drauf los, sondern zoomt erstmal raus und guckt, wie ihr die Karte bauen wollt, beziehungsweise eure Stadt bauen wollt. Es gibt mehrere Faktoren, die hier wichtig sind. Zum Beispiel, wenn wir hier auf die Industriezonenfläche schalten, sehen wir, wo Wassereinlagerungen sind in der Erde. Die brauchen wir später für manche Gebäude oder wenn wir unsere Stadt mit Grundwasser über Pumpstationen, die das Grundwasser anzapfen, versorgen wollen, dann, ja, sollten wir das Wasser nicht verschmutzen. Verschmutzt wird das durch Industriezonen und andere, manch andere Gebäude. Dementsprechend sollte man schon vorher gucken, ah, okay, auf diese Wasserflächen keine Industrie bauen. Auch wichtig sind die Hochspannungsstromanschlüsse, die sollte man auch im Blick behalten. Wohin möchte man expandieren? Sei es Richtung Meer, weil man irgendwie eine Hafenstadt mit Tourismus bauen möchte oder lieber Erze abbauen möchte im Gebirge, falls da welche vorhanden sind. Das sollte man sich alles schon früh überlegen, damit man einen groben Plan hat, wo man irgendwann mal hin möchte. Auch wichtig dafür ist die Energieversorgung und eine der Möglichkeiten ist der Wind. Das bringt mich zu meinem nächsten Tipp. Klickt ihr die Windanlage an, seht ihr auf der Karte ja diese Pfeile und umso, ja, rötlicher die sind, desto mehr Wind herrscht. Der Wind ist konstant. Das bedeutet, der bleibt komplett die ganze Zeit so. Die Richtung bleibt so und die Stärke. Was bedeutet das für uns? Wenn wir unsere Windturbinen platzieren, können wir sicher sein, okay, davon haben wir was. Und für die Industriegebiete, die Abgase, die von dort aus in die Stadt oder eben nicht in die Stadt wehen, das können wir damit sehr gut beeinflussen. Weht das in die Stadt, sind die Bürger unzufrieden. Dementsprechend sollte man also planen und gucken, dass das nicht passiert. Der nächste Tipp. Die Straßen sind deutlich günstiger als im ersten Teil. Sprich, man kann, bevor man überhaupt auf den Losleg-Knopf hier unten links drückt, schon ein riesiges Raster an Straßen bauen und sich eine Infrastruktur zusammenbasteln, wie man es denn gerne haben möchte. Die Unterhaltskosten sind dabei nicht so hoch. Ihr habt 500.000 Öcken am Anfang zur Verfügung und damit kann man ja irrsinnig viele Straßen bauen. Hier mal so als kleines Beispiel. Ich baue hier einfach mal ein Raster hin mit irrsinnig viel Straßen. Na, mal gucken, hier klappt es. Habt da nicht wirklich viel ausgegeben und könnt schon, ja, sehr viele Gebäude platzieren. Ihr könnt also einen riesigen Teil schon vorausplanen. Das ist echt cool. Das gefällt mir persönlich mit am besten. Kenner aus dem ersten Teil oder von dem ersten Teil werden es bereits wissen. Man sollte nicht das schmutzige Abwasser dahin pumpen, wo man sein frisches Wasser herholt. Wenn wir eine Wasserpumpstation platzieren, um zum Beispiel die Stadt zu versorgen, dann sollte man darauf achten, dass die Abwasser
Abflussstation weiter unten am Fluss ist oder an einer komplett anderen Stelle. Würden wir die nämlich da drüber platzieren, würden wir das ganze ja, verschmutzte Wasser, was wir entsorgen, direkt wieder in die Stadt pumpen. Das macht die Bewohner krank und ist natürlich sehr schlecht für die Stadt. Der nächste Punkt, auch trivial für Kenner des Spiels, der Nachfragebalken oder die Nachfragebalken vielmehr unten links. Dort können wir immer sehr leicht ablesen, was unsere Stadt gerade benötigt. Am Anfang sind es nur drei Balken, nämlich die Wohnnachfrage, die Gewerbenachfrage und die Industrienachfrage. Wenn ich das Spiel starten würde und nicht mehr im Pausemodus hier halten würde, dann würden die Balken hochgehen. Ich wüsste ganz genau, was ich bauen müsste, könnte das dementsprechend ganz leicht über die Zonenfläche hier platzieren. Später kommt auch noch die Nachfrage nach weiteren Gebäudetypen, zum Beispiel Büros oder Wohnsiedlungen mit hoher Dichte. Das sind dann ja sowas wie Wolkenkratzer oder Wohnblöcke, wo mehrere Familien in einem Haus wohnen können. Die Balken fügen sich dann hinzu, wenn wir den Punkt erreicht haben. Kommen wir zum nächsten Punkt. Eine sehr schöne Änderung ist die Addition oder dass sie hinzugefügt haben, und zwar Kreisverkehre. Wer den ersten Teil gespielt hat, weiß, Verkehrsmanagement ist irrsinnig wichtig und die Stadt kommt richtig zum Erliegen, wenn der Verkehr nicht fließt. Jetzt können wir an Kreuzungen mit einem einzigen Klick Kreisverkehre hinzufügen. Diese sind super effizient, funktionieren super in dieser Simulation und ja, wenn der Verkehr auch nur ansatzweise so wichtig wird wie im ersten Teil, wird das eine Riesenbereicherung. Hierzu gehen wir einfach auf den Straßentab. Oben hier ist Kreisverkehre. Später schalten wir auch noch größere frei. Den wählen wir aus. Wenn wir jetzt einfach auf eine existierende Kreuzung gehen, können wir mit einem Klick, zack, Kreisverkehr erstellen. Es ist so einfach. Es ist richtig cool. Eine der besten Änderungen, wie gesagt. Ein weiteres Tool, was ihr auf jeden Fall nutzen solltet, ist das Terraforming. Terraforming kann dazu benutzt werden, einfach die Karte zu verschönern oder aber um eure Baufläche zu optimieren. Habt ihr einen hohen Hügel und wollt da aber Häuser hinhaben, macht es einfach platt und ja, ihr habt super Baufläche. Wollt ihr eine schöne Kante mit einer Mauer versehen und braucht dafür einen Hügel? Gar kein Problem. Ihr könnt dazu die Pinselgröße auswählen, also wie breit die Fläche ist, mit der ihr die Erde verändern wollt. Hier mal als Beispiel. So breit wäre es jetzt. Wenn ich den Pinsel vergrößere, ist das viel breiter. Zack. Und damit kann ich sämtliche Sachen machen. Einfach einen riesen Hügel hier. Wunderbar. Braucht kein Mensch, aber wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr das machen. Der wohl effizienteste Nutzen dafür ist, wie gesagt, wenn ihr viele verschiedene Höhen habt und auch auf eurer Baufläche das zu ebnen, damit da möglichst effizient was hingepflanzt werden kann. Eine Änderung zum ersten Spielen ist es, dass alle Leitungen jetzt durch den Boden verlaufen. Sprich, Stromnetze sowie Abwasser und Wasserversorgung gehen über die Straßen. Lediglich eine Einschränkung haben wir bei Strom. Der Strom kann in der Geringspannung, die geringe Spannung fließt durch die Straßen, nur eine gewisse Distanz verbreitet werden und auch eine gewisse Menge. Irgendwann stoßen wir da an einen Punkt, wo die Leitungen das nicht mehr tragen können und dann müssen wir Strom mit hohen Spannungen transportieren. Und zwar zu zum Beispiel sogenannten Umspannwerken. Diese platzieren wir dann an dem Ort, wo der Strom benötigt wird und verbinden diese mit großen Stromleitungen, die hohe Spannungen transportieren können. Diese verbinden wir dann mit unseren Stromerzeugern oder mit den anfangs bereits erwähnten Strommasten von den anderen Städten und zack, wir können Strom importieren oder eben unseren eigenen Strom nutzen und haben die Engpässe überwältigt. Wasser und Grundwasser müssen wir mit den Straßen verbinden, das funktioniert dann auch alles von alleine. Das ist eine sehr schöne Änderung, da haben sie es uns deutlich leichter gemacht als im ersten Teil. Eine weitere Verbesserung zum ersten Teil hin ist, dass wir Straßen einfach so ersetzen können. Gucken wir hier auf unsere vorhandenen Straßen, beziehungsweise wir setzen hier mal eine kleine normale Straße hin. Da habe ich jetzt gemerkt, oh verdammt, da brauche ich eine größere Straße. Gar kein Thema, anstatt die abzureißen für teuer Geld, kann ich jetzt einfach beim Werkzeugmodus hier diesen Knopf drücken, den Ersetzen-Knopf. Darauf klicke ich, wähle den Straßentyp aus, den ich haben möchte und kann dann die Straße über die andere setzen. Das blinkt hier so ein bisschen hin und her, das ist ein bisschen fummelig. Wir würden das entweder auf die eine oder andere Straßenseite setzen, je nachdem, welche von den beiden Seiten wir erhalten wollen von den Gebäuden her. Wir haben allerdings auch noch ein, zwei weitere Möglichkeiten. Wenn wir an Rasterzelle einrasten, hier unten ausklicken, dann haben wir einen dritten Ankerpunkt, nämlich genau in der Mitte, wenn das besser passen sollte. Oder wenn wir noch mehr Freiheiten haben wollen, können wir alles hier unten ausklicken. Dann können wir die komplett frei verschieben. Das ist so ein bisschen, je nachdem, wie man es gerade braucht. Also, falls da irgendein Gebäude ist, was man nicht abreißen kann oder möchte, kann man das so umgehen. Ich persönlich finde das sehr nützlich, wenn man an existierender Geometrie einrasten wählt. Dann kann man es einfach in die Mitte platzieren. Das sieht dann auch noch schön aus. Zack. Die Baufläche wird hier so ein bisschen ja, auseinandergeschoben. Lässt sich in dem Fall nicht verhindern. Auf jeden Fall kann man so richtig einfach Straßen aufwerten. Kann man auch überall hier anwenden. Genauso wie mit den Kreisverkehren. Ein super nützliches Tool. Die nächste Neuerung. Aufwertung von Gebäuden. Wir können Gebäude verbessern, teilweise sogar ohne da noch zusätzlich was ranzubauen. Wir klicken einfach auf das entsprechende Gebäude und wir kriegen Aufwertung
Gestaltungsvorschläge. Diese kosten natürlich ein bisschen was, erhöhen auch die Unterhaltskosten, aber können zum Beispiel hier die Dekontaminierungsrate um 50% senken. Das ist super. Ich finde, das ist eine richtig nette Änderung. Das Ziel von diesem Feature soll es sein, dass man nicht mehr so viele Gebäude von demselben Gebäudentyp platzieren muss. Klappt momentan leider noch nicht so wirklich. Man muss trotzdem zum Beispiel einfach 15 Mal dieselbe Feuerwehr, ist natürlich ein bisschen übertrieben gerade, aber man muss häufig dieselbe Feuerwehr bauen, damit genug Feuerwehrwagen und Einsatzkräfte verfügbar sind. Kann natürlich aber noch in zukünftigen Balance-Patches geändert werden und ist grundsätzlich eine sehr gute Idee, wie ich finde. Solltet ihr mal ein Gebäude falsch platziert haben, ist das auch gar kein Problem. Ihr könnt nämlich für geringes Geld, wenn ihr auf das Gebäude klickt und hier links auf der Seite auf Verlagern klickt, das Gebäude einfach neu platzieren. Das kostet euch zwar ein bisschen was, ist aber deutlich günstiger, als das Gebäude abzureißen und dann neu zu kaufen. So, ich werde jetzt wie versprochen einmal kurz in die Map von GameStar reinladen. Da zeige ich euch dann noch zwei, drei weitere Sachen. So, da sind wir auch schon. Hier die Map, wunderschön, bereitgestellt von der GameStar, wie gesagt. Vielen Dank nochmal da an das Team. Ignoriert die ganzen Symbole. Ich habe mich nicht um die Stadt gekümmert, das ist nur aus Demonstrationsgründen hier. Und zwar, wenn wir das Spiel vom Pausenmodus fortsetzen, dann kriegen wir ab und zu hier rechts von unserem kleinen Vogel Nachrichten von Bürgern rein, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Da können wir also relativ leicht ablesen, oh, okay, da muss ich was ändern oder nicht. Mein Tipp dafür ist, benutzt das nur so als groben Leitfaden, denn das stimmt nicht immer. Doppelcheckt das lieber. Ihr könnt alle Statistiken, wenn ihr I drückt, hier oben links, wo ich gerade meine Cam drüber habe, zack, da ist sie weg, ja, nachgucken, nachvollziehen, wenn zum Beispiel die Leute sagen, dass Krankenhäuser zu wenig vorhanden sind oder ähnliches, dann könnt ihr das auch, wenn ihr einfach auf die Gesundheitsversorgung unten klickt, leicht nachvollziehen. Verlasst euch darauf nicht blind, ich habe schon mal falsche Nachrichten bekommen, das so als kleiner Hinweis. Ein weiterer Punkt, wo ihr das gut checken könnt, ist unten rechts bei eurem Zufriedenheitsmeter. Hier seht ihr alle nötigen Zahlen oder ja, Einflusswerte von den guten Dingen oder auch schlechten Dingen in eurer Stadt. Wenn die Bürger zufrieden sind, gibt es mehr Erfahrungspunkte. Mit mehr Erfahrungspunkten könnt ihr die Stadt vergrößern und mehr Gebäude freischalten. Das ist also ein durchaus wichtiger Punkt. Ebenso natürlich einfach, dass Leute zuziehen und eure Stadt gedeihen kann. So viel erstmal dazu. Das sind die Punkte, die ich euch an die Hand geben würde, worauf ihr auf jeden Fall achten solltet. Wir können jetzt nur hoffen, dass das Spiel schnell verbessert wird, dass die Performance nicht mehr so arg leidet, denn ich glaube, das ist hier ein richtig, richtig nettes Spiel, ein guter Nachfolger und wenn der gut läuft, dann macht der richtig Laune. Bleibt für mehr City Skylines Content gerne mit einem Abo da, es kommt bestimmt die nächsten Tage noch mehr Content zu diesem Spiel. Ich freue mich darauf, ich werde jetzt noch ein Ründchen weiterspielen hier, freue mich auf das nächste Video mit euch und sag ciao Kakao, euer Fupp. Tschüss.